Und drück fester. Schneller, tiefer. Genau. Und tritt. Ja. Voll cool, gell? Mhm. Vor allem würdest du mit Freunden, mit den Hunden von den Gassi gehen. Voll die süßen Hunde. Ja, voll. Du würdest mit denen laufen. Aufgrund ihrer Angst vor Hunden. Und Leute, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze heute so ausgeht oder ob es klappen wird. Stell mir vor, das klappt am Ende gar nicht. Das wäre so ein bisschen unangenehm. Auf jeden Fall, Leute, bin ich sehr gehypt und ich habe auch ein bisschen Angst. Muss ich ja ehrlich sagen, ich will gar nicht wissen, wie viel Angst Egg hat, weil die ist ja die, die heute hypnotisiert wird. Oh mein Gott, es ist wieder soweit, Leute. Es ist endlich soweit, Alter. Und jetzt gehen wir los, weil wir sind schon ein bisschen zu spät. Leute, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was ich mit mir mache. Oh Gott, wenn ich so guckt, ich kann nicht mal reden. Ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. Und ich habe echt Angst und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jemals einen Hund streiche. Also freiwillig, Leute. Bleib mir einfach sitzen. Er will mich beißen. Er will mich beißen. Okay, Egg, du hast alles Wichtige dabei. Unser Taxi kommt gleich, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt los. Es ist soweit, Leute, die Madame, die die Straßenseite bei Hunden wechselt, geht heute zur Hypnose wegen ihrer Angst vor Hunde. Und ja, Leute, wir waren auf jeden Fall da und Egg hatte Angst. Man hat ihr richtig angesehen, sie war so nervös. Wir sind jetzt da, Leute, und es ist direkt ein Hund da und Alina hat jetzt schon Angst. Wie fühlst du dich? Leute, ich bin sehr aufgeregt, ich habe wirklich Angst. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, einen Hund zu streicheln. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Leute, kein Buch, kein Video der Welt kann mich darauf vorbereiten auf eine Hundehypnose, Leute. Doch, Egg. Nein, du verstehst es nicht. Nein. Weißt du, komm, das sagst du. Ich gehe da nicht hin. Wie fühlt sich das jetzt gerade an, wenn du dich dem Hund näherst? Ich spüre Angst. Er sieht süß aus. Ich weiß, dass er eigentlich nichts tut, aber da ist so eine Blockade. Und ich spüre Angst. Und ich will ihn eigentlich streicheln, aber eigentlich kann es nicht. Lass uns mal so ein bisschen versuchen, näher ranzugehen. Noch näher? Ja, bis du merkst, wo du körperlich merkst, dass dein Körper sagt nein. Ich habe noch immer Angst. Man merkt ja so die Hände, ja, das sind die Hände. Und die Hände, schaut mal her, es ist total schwitzig. Das heißt, man sieht es so nicht, diese Angst. Und vor allem, das ist so eine typische Körperhaltung. Du bist so ziemlich starr, so steif. Das ist völlig normal. Weil dein Körper dich gerade so warnt, ja, weil da Erinnerungen sind. Das war so ein großes Tier, Leute, und Egg hat sich direkt, ich hab alles, Egg wollte am liebsten direkt wieder gehen, Leute. Dieses mit dem Wort suchen, das geht nicht. Also, Leute, meine Aufregung steigt. Ich bin immer von Sekunde zu Sekunde aufgeregter. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, einen Hund zu streicheln oder sich allgemein zu nähern. Ihr wisst alle, Leute, was für eine große Angst ich vor Hunden habe. Lass Esse Hallo sagen. Nein! Lass ihn Hallo sagen. Nein, 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 nein! Der Hund sah schon wirklich süß aus, aber irgendwas in mir hat gesagt, ich kann diesen Hund nicht streicheln. Ich kann es einfach nicht, auch wenn ich es wirklich will, Leute. Ich habe es auch öfters versucht, aber es geht einfach nicht. Irgendwas in mir hat Stopp gesagt. Er sah so klein aus von beiden. Was? Ja, der war voll groß eigentlich. Der war voll groß. War, saß du da so nervös da auf diesem grünen Stuhl? Saß da so und gewartet, bis er kommt, Leute. So Angst, ich hab alles, wir hatten so Angst. So, und aber du hast ja diese Angst so extrem seit 10 Jahren dann. Ja, ja, also ich habe halt gemerkt, dass ich halt, wenn ich einen Hund sehe, einfach die Straßenseite nicht wechseln kann. Oder zum Beispiel, ich habe Probleme, wenn ja, Freunde also Hunde mitbringen und ich die dann nicht streicheln kann oder irgendwas. Ich wollte auch, egal wie süß die aussah, ich konnte die halt einfach nicht streicheln. Ich kann mir das ehrlich nicht vorstellen, dass ich an dem Hund vorbeigehe und mir nicht denke so, oh mein Gott, der ist so süß, ich will den jetzt streicheln. So, Alina, das ist dieser eine Moment, ja, wo sich eine Lebensqualität in dein Leben hineinbringen kann. Ich möchte heute nicht nur dir die Angst vor dem Hund wegnehmen. Ich möchte dir was ganz anderes dazugeben. Mehr Selbstvertrauen, dass du an dich glaubst, dass du Visionen, Ziele hast. Dass du alles schaffst, was du schaffen möchtest. Okay? Mhm. Willst du das auch? Ja. Okay, dann drück mal die Hand runter. Genau, sehr gut. Und jetzt schließ die Augen und atme tief ein und aus. Ganz tief ein und aus. Und drück die Hand fest runter. Atme. Und drück fester. Schneller, tiefer.
Genau. Und tritt. Tief fest. Atme ganz tief ein und aus. Und jetzt atme einmal alles aus und halt die Luft an. Nimm deinen linken Arm, lass den fallen, fallen, fallen. Deinen rechten Arm, lass den fallen, fallen, fallen. Dein linker Arm wird total schwer, schwer, schwer. Dein rechter Arm wird noch schwerer, schwerer und noch schwerer. Tief, 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 tief. Sehr gut. Wie fühlen sich deine Arme gerade an? Schwer. Sehr gut. Aber danke, er hat so gesagt, ja, atme schneller. Und dann musste er ganz schnell atmen und so. Und mein macht so. Und ich guck so. Und ich weiß so, was geht da denn jetzt ab, Leute? Ich wusste, ab da ist die weg. Ja, und ich war so, mein Gott. Weißt du, warum? Wegen ihren Haaren. Deine Haare waren voll durcheinander. Ja, die haben in meine Lippe geklebt. Und ich dachte, sie macht jede Sekunde so oder so. Aber da war nichts, Leute. Und ihre Hand, gell? Nein, die war nicht so. Die war so richtig leicht. Leute, die ist die ganze Zeit runtergeflogen. Alles war nur so heftig, gell? Die Durchblutung ist jetzt gerade so in ihrem Kopf, in ihrem Brustbereich. Und wir sehen zum Beispiel, die Pupillen bewegen sich hin und her. Und lang mal an ihre Hand. Fällt dir was auf? Die sind kälter. Kälter, genau. Das liegt daran, dass gerade die Durchblutung hier ist, vor allem im Kopf. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, wo ich ihr Auge hochgemacht habe, das war weiß. Das ist zum Beispiel auch ein Zeichen einer Trance. Und die Pupillen, immer wieder dieses Bewegen. Dann lass uns mal gemeinsam einen schönen, sicheren Wohlfühlort erschaffen. Wie findest du einen Ort mit so Wasserfällen, Bäumen, Pflanzen, mit einer schönen Wiese? Schön. Ja? Ja. Okay, stell dir mal vor, du bist gerade unter so einem schönen Wasserfall. Beschreib mal den Hund damals. Beschreib die Situation damals. Es ist ein kleiner Hund, ein blonder kleiner Hund. Es ist kein großer Hund, aber er hat schon davor so ganz komische Geräusche gemacht. Ich wollte mit ihm spielen. Beschreib mal, wie es dort aussah. Beschreib mal die Bilder, die du jetzt gerade in deinem Kopf hast, von dem Sofa. Farben. Da sind vier Menschen, die essen und ich bin als einziges Kind unter dem Tisch und möchte mit dem Hund spielen. Und wer sind die Menschen, die dort sind? Meine Tante, meine Mutter und von der Besitzerin vom Hund, der Mann und diese Besitzerin selber. Meine Schwester ist auf der Terrasse mit meiner anderen Schwester. Mhm. Und wie ging es der Kleinen damals? Die das erlebt hat. Wie ging es dir in dem Moment? Gut, bevor sie angegriffen worden ist. Geh jetzt in diesen Moment rein, wo sie angegriffen hat. Dann stell dir mal vor, du gehst dorthin, du nimmst den Hund weg und du nimmst dieses kleine Mädchen jetzt in den Arm. Jetzt verarbeitet sie das Ganze gerade. Ja, und die Bilder verändern sich gerade. Sie ist gerade für dieses kleine Mädchen da. Ich stell mir vor, wie jemand den Hund weggenommen hätte. Was hat der Hund denn unter dem Tisch gesehen? Vielleicht dachte er, ich wollte ihn Angst machen oder ihn ärgern oder sowas. Also vielleicht hat dieser kleine Hund selber Angst vor dir gehabt? Ja, kann sein. Aber eine Frage, als du zurückgereist bist in die Vergangenheit, hast du den Hund gesehen? Ja. In echt? Ja. Stimmt, warte, Leute, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, jetzt bist du, irgendwie, jetzt musst du zu einem Wasserfall gehen und so. Leute, das war ein Hund wie Rocky. Ja. Und das Einzige, woran ich gedacht habe, Leute, war so, Wasserfall und Heck. Ich habe gesagt, an ihre Make-up gedacht, du auch? Nein. Kein einziges Mal? Nein. Das war nicht Alina. Ich weiß nicht, wer das war, Leute. Dieser Hund, der hat damals auch Angst vor dir bekommen. Ja. Ja, lass mir den Hund auch an so einen Wasserfall ran. Ja, weil das hat von dir volles Trauma bekommen, hat Angst vor dir bekommen. Und dein Lachen wird immer stärker, immer stärker, immer stärker. So, dass du gerade sogar über die Angst lachen musst, weil es gar keinen Sinn ergibt. Ja, ziemlich dumm. Und dein Lachen wird immer stärker, immer stärker, immer stärker. Ja, ja, dein Lachen wird noch stärker. Der arme Hund hat Angst vor mir. Und du streichelst jetzt den kleinen Hund. Ja. Wie fühlt sich das an für dich? Sehr schön. Es fühlt sich sehr entspannt an. Ich habe Lust, mit dem Hund spazieren zu gehen, spielen zu gehen. Er ist wie mein Freund. Sehr gut. Jetzt stell dir mal vor, du würdest ab heute immer auf diese Straßenseite wechseln, wo die Hunde sind, weil du sie unbedingt streicheln willst. Ja.
Voll cool, gell? Mhm. Vor allem würdest du von, mit Freunden, mit den Hunden von denen Gassi gehen. Voll die süßen Hunde. Ja, voll, du würdest mit denen laufen. Okay, stell dir vor, du würdest anfangen, dich viel damit zu beschäftigen, mit dem Unterbewusstsein. Anfangen zu meditieren, an dich glauben, selbstbewusster. Umarm mal dieses Gefühl, was du gerade hast, wie du in der Zukunft sein kannst. Und das kannst du werden, das bist du nämlich auch. Ja, weil das Leben ist voller Möglichkeiten und du wirst in Zukunft disziplinierter sein, deine Ziele erreichen, fokussierter sein. Und immer dann, wenn du dich gut fühlen möchtest, kannst du die Finger miteinander verbinden. Mach die mal auseinander, die Finger auseinander. Genau. Und jetzt stell dir vor, wenn du zusammen machst, beginnt der Lachanfall des Lebens. Tu sie zusammen und jetzt geht das los. Jetzt. Tu sie zusammen. Ja, genau. Es wird immer stärker, was völlig normal ist. Auseinander. Dann öffne bei 3 wieder deine Augen. 1. Bist du bereit? Ja. 2. Und 3. Warum guckst du so schockiert? Oh, ich fühle mich, als ob ich gerade geschlafen hätte. Ja, das ist normal. Oh, mir ist echt warm. Das ist auch normal. Oh, der ruft dich. Ja, können wir zu dem hin? Ja, können wir machen. Die will von sich aus gleich. Ich bin so schockiert. Warum bin ich so schockiert? Beschreib mal, wie sich das körperlich angefühlt hat. Also, jetzt gerade ist mir sehr warm. Also wirklich sehr warm. Aber ich fühle mich so... Ich weiß nicht, so positiv, als ob so Energie, sag ich mal, drin ist und ich weiß nicht, davor war ich so, ich habe so negativ gedacht irgendwie, aber ich fühle mich gerade so positiv und einfach voll gut, ich weiß nicht. Ja. Das war richtig schockierend, Eckart hat gerade geredet, dass sie einen Hund streicheln will. Hä, ist doch alles gut, sie ist viel. Oh, mir ist echt warm, ich bin schon Pulli drin. Ja, komm mal. Hä, warum? Genau. Ja, mach mal. Alles gut. Jetzt kommen so viele Fragezeichen. Genau, hier, bitteschön. Genau. Voll der Süße. Ja. Auf den. Ha? Komm her, komm her. Ihr Unterbewusstsein hat, ist gerade voller Fragezeichen, deswegen schwitzen ihre Hände gerade. Ja, jetzt. Guck mal, macht extra Pose für die Kamera. Ja, ja. Guck mal. Oje. Ja. Der Hund spürt ja gerade auch, dass sie keine Angst hat. Wieso süß? Wie lange ist es her, dass du einen Hund gestreichelt hast? Ziemlich lange. So einen großen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie je einen großen angefasst hat. Ehrlich, ich kann nicht mehr aufhören. Ich habe einfach angefangen zu heulen, Leute. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, weil das so schockierend war. Das war so, so viel auf einmal. Wir überlegen uns vielleicht einen Hund zu holen, so ein Shiba Inu, Leute, weil die sind voll süß. Und, wie fühlt sich's an? Wir haben jetzt Rocky geholt, Leute. Und ihr seht, er ist richtig neugierig. Und Egg steht da und Egg lächelt. Und ich finde das Ganze ziemlich creepy. Ich weiß jetzt nicht, ob Egg ihn streicheln will, ohne Diskussion. Also Update, Egg rennt nicht von ihm weg. Komm, wir gehen zu der Wiese, okay? Alter, der bringt mich echt aus der Puste. Weißt du, für mich wie eine Hundemama. Leute, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich habe diese Freiheit mit einem Hund nie genießen können, Leute. Dieser Hund ist einfach wow. Und es hat gerade voll Spaß gemacht, mit ihm rumzurennen. Ich bin mit einem Hund noch nie mein ganzes Leben Gassi gegangen, Leute. Ich bin so aus der Puste. Für euch natürlich gibt es auch was, Leute. Und zwar, wir verlosen Bücher von Mr. Yasin. Das ist halt auch zum Thema Hypnose und positives Fühlen durch Hypnose und all das. Und falls sich das interessiert, Leute, müsst ihr einfach nur auf Instagram gehen, mir und Mr. Yasin folgen, unter dem Reel, was ein paar Tagen kommt, 2 Freunde markieren und dann nehmt ihr halt schon an deiner Verlosung teil. Und ich bin sehr gespannt, wer von euch das Ganze hier gewinnt, Leute. Und schreibt mir Kommentare. Wollt ihr auch mal hypnotisiert werden? Habt ihr das mal auch vor zu machen, Leute? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe auf einer Seite Angst, auf der anderen Seite denke ich mir so, kann man machen. Also Leute, ich finde das richtig heftig und bin auch richtig stolz auf Egg. Und wenn ihr sehen wollt, Leute, dass ich auch hypnotisiert werde, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Cell rein und dann, Leute, überlege ich es mir. Weil ich muss sagen, ist das schon creepy aus. Deshalb weiß ich nicht mehr so, Leute. Ich weiß nicht mehr. Aber ich bin ja schon bereit.
was stell dir vor, Alter, der macht so, dass ich meinen Namen vergesse. Oder dass ich denke, ich heiße Egg. Oder du, dass du Maya isst. Nein, das würde ich nicht sagen.